Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Limbacher, Personaltrainer aus Karlsruhe, zum Thema Mr. T. Habe ich vergessen, alias Mr. T. Mich kennt Grünseite viel als Mr. T. Das ist mein Spitznamen. Da stehe ich drauf. Mr. T. Jetzt habt ihr mich völlig durcheinander gebracht. Weiß nicht, wo ich weitermachen will, aber ich komme gleich drauf. Ja, ich habe den Faden wieder gefunden. Und zwar, wie gehe ich eigentlich damit um mit meiner Planung? Ihr wisst ja ganz genau, ein gewisses Zeitmanagement. Wann tue ich was zu welcher Tageszeit? Wann tue ich was zu welchem Wochentag? Wann tue ich was zu welcher Stunde? Ist was ganz Wichtiges. Und zwar Zeitmanagement ist meines Erachtens eines der wichtigsten Dinge, die wir überhaupt haben, damit wir uns nicht verstreuen. Denn es nützt ja nichts, wir nehmen uns was vor, haben schlechtes Zeitmanagement, wir erreichen sich das schlecht drauf, wir fühlen uns unwohl und finden das alles nicht mehr gut und hören auf damit. Deswegen ist oftmals ein strukturiertes Zeitmanagement der Schlüssel zum Erfolg. Deswegen ein Tipp von mir, wenn ihr alle, egal wer, klein, groß, dick, dünn, alt, jung, egal, wenn ihr in der Woche 3-4 Mal ins Fitnessstudio gehen wollt, weil ihr eine spezielle Trainingsplanung habt oder auch nur 2 Mal ins Fitnessstudio gehen wollt, dann solltet ihr das Ganze einplanen. Das heißt, ihr habt einen Terminplaner. Man hat ja heute elektronische Medien, da ist ja sowas immer mit vorgesehen und da kann man sich seine Trainingstermine für die nächsten 1, 2, 3, 4 Wochen, je nachdem, wie weit ihr vorplanen könnt, könnt ihr euch das planen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Warum? Weil ihr nämlich dann dieser Sache eine hohe Priorität gegeben hat, weil ihr dann alle anderen Dinge versucht, außenrum zu planen. Wenn ihr euch Sonntag sagt, nächste Woche gehe ich 3 Mal trainieren, ihr habt die Tage nicht festgelegt, dann garantiere ich euch, je nach Motivationsgrad, ist irgendwann mal aus dem 3-maligen oder 4-maligen Training eins weniger, dann 2-mal, dann 1-mal, dann eine Woche gar nicht, dann wieder 2-mal, dann 1-mal, irgendwann gar nicht mehr. Deswegen werdet Herr über euren Kalender, für dein Zeitmanagement, ein strukturiertes Zeitmanagement und ihr werdet definitiv eine wesentlich höhere Erfolgschance haben. Das gleiche gilt auch fürs Essen. Wann esse ich, wann kaufe ich ein, wann rieche ich was? Wenn man diesen Plan so ein bisschen strukturiert für sich hat, das ist sogar visuell mal ganz gut auf dem Blatt Papier aufschreiben, wann mache ich was? Und dann auch einplanen, okay, morgens innerhalb der ersten halben Stunde, eine Stunde am Aufstehen wird gefrühstückt. Abends muss ich dafür was vorrichten. Am nächsten Tag brauche ich zum Beispiel, weil ich so einen Stoffwechsel habe, 2 Zwischenmahlzeiten. Dann sollte ich die einen Tag davor vorrichten, weil ich ganz genau weiß, morgens schaffe ich es eh nicht. Und so ist natürlich ganz wichtig, dass man in beiden Bereichen, das heißt, wann trainiere ich, zu welchem Zeitpunkt ein Zeitmanagement betreibt, genauso wie im Essverhalten. Und zum Essverhalten gehört auch das Einkaufen. Das war's schon. Andreas Trienbacher, Personaltrainer aus Karlsruhe, der euch auffordert, ein bisschen mehr Zeitmanagement zu betreiben.